Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Blade & Soul. So, wir haben einiges erledigt und es geht weiter. Entschuldigt, dass ihr nur wegen Rotkiefer herkommen musstet. Er kann zwar ruppig sein, aber er meint es gut. Ja, kennen wir ja bereits, sind wir gewohnt, hä? Dennoch hat Rotkiefer mit einem recht. Geben wir euch unsere Soldaten und unser Chi, setzen wir unser Land den Dämonen aus. Wenn ihr uns helft, helfen wir euch auch. Wir müssen zunächst die finsteren Kräfte um die Hochlandnekropole verdrängen. Das freut mich. Geht zum Posten der Blutschuppen. Dort erklärt Hammerkiefer euch unseren Plan. Nun gut. Eine Hand wischt die andere. Das freut mich doch sehr. So, wir haben eine Daily. Daily finde ich wiederum sehr interessant, täglich. Häuptling Hammerkiefer schickt mich. Interessant. Nun gut, die Revolte und damit natürlich, weil es eine Daily ist, dürfen wir wieder rumlaufen und die komischen, schönen Viecher umhauen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, machen wir nicht. Genauso der Ursprung, das müsste es eigentlich sein, ne? Genau, weil wir natürlich noch die andere... Na, mal nicht so schnell. Lass uns doch mal eben kurz gucken, ob wir dafür vielleicht noch Erfahrungspunkte kriegen. Oh, jetzt sagt er uns, dass wir sogar zurückgehen müssen. Naja, das ist das halt, was ich meine. Da müssen wir halt mal gucken. Also ich bin nicht dazu geneigt, da halt weiterzumachen. Also Dailies wiederum ist immer nett, weil da gibt es auch tolle Belohnungen. Aber die normalen Nebenaufgaben führen uns halt nur mal so und so hier durch die ganzen Gebiete und Orte. Hier haben wir jetzt Skorpione und Spinnen. Die sind auch ziemlich, ziemlich cool. Da müssen wir aufpassen. Manche hängen auch in den Bäumen. Seht ihr das? Das ist schon ziemlich abgefahren. Da haben sie sich was einfallen lassen. So, ja, ich weiß, dass ihr mich seht. Und ihr möchtet am liebsten an mir knabbern und mich einspinnen. Aber nichts ist. Und der Skorpion, der hat sich natürlich... Oh, da kommt einer von oben runter. Ja. Möchte uns von unten fressen. Und nun gut, auf geht's. Der gute Hammerkiefer. Ich bin gespannt, was er für einen Plan hat. Und ich glaube, es geht auch jetzt gleich in die nächste Instanz. So, aber bevor wir anfangen, erstmal hier. Machen wir nicht. Sondern hier. So, tägliche Aufgaben. Finde ich ist gut. Da werden wir gut belohnt. Das können wir mitmachen. Oh ja, ich sehe schon. Wir müssen auch wieder ins Gebiet, wo wir hergekommen sind. Aber der Hammerkiefer, der ist wichtig. Bevor ihr beginnt, meine Späher berichteten mir alles. Also kommen wir zur Sache. Dann fang an. Dieser Ort ist voll dämonischer Energie, die Luft und Boden vergiftet. Selbst Schädlinge entkommen der Verdammtheit nicht. Spinnen sind schlimm genug, aber das dunkle Chi hat sie in viel gefährlichere Bestien verwandelt. Tötet sie. Das ist keine ruhmreiche Mission, aber eine notwendige. An die Arbeit. Ich beobachte euch. Ja, alles klar. Wir sollen Spinnen eliminieren. Das kriegen wir hin. Deswegen auch die Dailies mal eben fix angenommen. Denn, ja, ja, das machen wir schon. Das machen wir schon. Jetzt muss ich mal eben gucken. Genau, wir müssen hier irgendwie große Spinnenkörper vom Ski befreien und selbstverständlich die Spinnen auch noch töten. Da wir euch so und so eliminieren müssen, spielt es ja gar keine große Rolle. Jawohl. So, dann einmal die Fackel. Und mit der Fackel zu den Eiern. Feuer wirkt bekanntlich immer gut gegen Insekten. Und dann kommt hier auch die wirklich böse Mamaspinne. Und die mag das gar nicht. So. Und hier haben wir so eine Spinne, die komplett verdorben ist. Hm, der Kadaver einer verderbten Mutterspinne. Och, wie süß. Eieieiei. So, jetzt könnten wir natürlich hier warten, bis der Respawn kommt. Ist natürlich dann auch wiederum die Frage, wie lange es dauert. Ich bin aber dafür, wir gucken uns ein bisschen um. Warum denn eigentlich nicht? Wir haben nämlich genug Spinnen und anderes Gezeugs hier auf unserem Wege. Und damit sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Da haben wir nämlich direkt die nächste Mama-Spinne. Um die werden wir uns auch kümmern. Dann kriegst du den Drachen. Jawohl. Oh, komm. Gib mir die Waffe. Sei doch nicht so. So, und einmal hier verbrennen. Sehr gut. So, natürlich die Kleinen wieder eliminieren. Der Auftrag ist abgeschlossen. Oh, sehr schön. Einfach Aufträge. Da hat sie uns doch nicht tatsächlich eingenetzt. Wer glaubt's denn? Ich meine, wir haben hier unten Fackeln, aber wo sind denn,
die Eier. Achso, hier, direkt vor Ort. Na, ich Blindfisch. Einfach drüber gelaufen. Kannst du ja nicht machen. So, komm mal runter, böse, böse, böse. Doch, das geht natürlich immer ganz schnell, ne? So. Aber sieht gut aus. Sehr schön. So, dann auch hier wieder mal eben kurz die Fackel in die Hand genommen. Böse, böse Eier. Immerhin, 3 von 4. Einmal müssen wir noch. Und dann kommt natürlich auch wieder hier die böse, böse Mama-Spinne. Und die ist natürlich direkt hinüber, bevor sie irgendwas machen kann. So, oh, guck mal. Da drüben sind die Eier auch schon wieder da. Also es geht doch recht zügig. Hm? Dann wollen wir natürlich auch. Da sind die Spinnen ganz fleißig hier. Die bekommen ja Nachwuchs im Sekundentakt. Dabei dauert das ein bisschen länger. Sehr schön. Haben wir das schon mal erledigt? Jetzt geht es natürlich ums normale Killen, was wir auch hinkriegen. Ja, sehr schön. Natürlich sind wir ein bisschen gefesselt. Spielt keine Rolle. Müssen wir die Skorpione schonen? Nö, müssen wir nicht, ne? Nehmen wir ihn dennoch mit. Nehmen wir ihn dennoch mit. Wir kriegen immerhin schon mal wieder ein bisschen Erfahrung. Ne? Ich meine, sind halt nur mal... Oh, wow. Sind halt nur mal, ja, was haben wir? 87? 87 Erfahrungspunkte. Sehr gut, sehr gut. Haben wir das auch. Wir brauchen noch... Ich weiß gar nicht, wie viele brauchen wir noch. Sollen wir noch mal eben gucken gehen? Ich glaube, oben müsste die verweste Spinne wieder da sein, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist ja auch. Wunderbar. Jawohl. Denn insgesamt 15 Stück brauchen wir ja. Sehr schön, sehr schön. Da drüben haben wir die Eier, die Spinne, die werden wir uns gleich noch holen. Eben kurz aus dem Kampf kommen. Wir reisen nämlich dann wieder rüber. Ja, und so macht man das halt. Ich kann mich daran erinnern, damals war es doch relativ schwer, weil ich halt nun mal nicht das ganze Equip hatte. So wie ich es jetzt zu guter Letzt habe. Und es war schon ordentlich. Also ich hatte hier auch meine Probleme und musste aufpassen, dass ich Stück für Stück jeden Mob dann hintereinander dann zu mir hole. Es war unangenehm. Und dann natürlich mit dieser Atmosphäre alles andere als schön. Aber das Problem haben wir diesmal nicht. Und das ist auch wirklich schön fürs Let's Play. Und dass wir nämlich hier dann ohne Probleme einfach durchkommen. Sehr gut. So, nur noch die Spinnen. Und dann haben wir es eigentlich. Und dann können wir nämlich, glaube ich, wieder zurück. Denn danach müssen wir in das Gewölbe. Wenn mich nicht alles täuscht. Ha! Okay, netter Angriff. Ja, schick. So läuft das. Und dann kriegen wir nämlich jetzt noch tolle Belohnung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Noch ein paar Schlüssel, noch ein paar Steine. Die ich natürlich... Ja, ja, Spinni, Spinni. Boah, das ist schon ein bisschen gruselig manchmal. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Spinnen. Ich hatte selbst mal Vogelspinnen, um es euch mal zu erzählen. Habe ich ja ab und zu mal erwähnt. Und, aber wenn die dann so einfach über den Bildschirm kommt von oben, da wird mir dann auch schon ein bisschen schummrig. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil die halt dann viel, viel größer sind. So. Sehr gut, sehr gut. Die Waffe mal eben repariert. Sehr gut, sehr gut. Deswegen auch hier vielen Dank nochmal an Clan-Mitglied. Hat mir nämlich ein paar nette Handwerkswerkzeuge zugeschickt, damit wir ein bisschen auf der Tasche haben. Nun schaut nicht so selbstzufrieden. Wir fangen gerade erst an. Schon klar. Seit Jahren bekämpfen wir die dämonischen Kräfte in dieser Region, aber wir können sie nur in Schach halten. Vielleicht weiß die Vergangenheit Rat. Meisterkrieger können jemandes Geist in die Zeit projizieren, als das Hochlandreich fiel. Ach wirklich?
Ach wirklich? Ja, in der Tat, wir haben damit Erfahrung. Dann seid ihr unser Freiwilliger. Ich würde das auch erledigen. Aber wenn ich hier nicht aufpasse, geht alles in die Binsen. Na gut, was müssen wir denn tun? Die Schnappkieferweisen sagen, das dunkle Chi ist zu stark für eine Projektion. Aha. Wenn wir es schwächen, haben wir vielleicht eine Chance. Der verstorbene General Do-Jung sucht diese Welt als auferstandener Untoter heim. Vernichten wir ihn, bricht seine Untotenarmee auseinander. Also muss der gute Do-Jung nochmal sterben. Wäre es nur so einfach. Do-Jung sucht die Zuflucht der Gefallenen heim. Wir treffen uns dort. Schnell. Machen wir. Also, natürlich haben wir wieder normale Aufgaben. Da schicken die uns wahrscheinlich wieder dann auf den Weg dorthin. Genau, hier sind nämlich noch andere Schnappkiefer. Die sind nämlich dann ein bisschen sauer. Die müssten wir nämlich dann eliminieren in den normalen Aufgaben, wenn ich mich recht erinnere. Oh, und danach wird's blind. Ach du meine Güte. Ja, darauf freuen sich einige, ne? Wenn ich dann gar keine Ahnung mehr habe über die Gebiete, dann wird das auch alles nicht mehr so schnell gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nun gut, in die Zuflucht der Gefallenen. Schauen wir mal, ob die Vergangenheit uns doch Rat gibt. Und damit sind wir auch schon drinne. Da bin ich natürlich immer gespannt, was uns hier erwartet. Do-Jung war mein Freund. Anders als seine Gefährten war er gütig und opferte sich zur Rettung seines Volks. Er ist mehr als nur ein weiterer Feind. Wir haben keine Wahl. Ich kann meinen alten Freund nicht so sehen. Eieiei. Nun denn, auf geht's. Ja, dann sollen wir also ihm helfen. Ich bin mal gespannt, was der alleine macht. Mal gucken. Boah, nicht schlecht, ne? So. Oh. Okay, der haut gut rein. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Respekt. Nicht schlecht. Er möchte hier entlang. Da gehen wir natürlich mit. Ein toller Weggefährte. Ja, ich glaube, den willst du wahrscheinlich auch haben. Deswegen kümmere ich mich direkt mal um den. Damit er dir nicht mal auf die Nase. Ich wollte gerade schon was ganz anderes sagen. Eieiei. Ramon, achte auf deine Wortwahl. So, auch mal eben eliminiert. Wo ist er denn? Man erwartet uns. Ist das... Oh, das ist eine Frau? Die gute Lee? Hallo? Seid nicht überrascht. Ich will nichts Böses. Ihr seid ein Geist, hä? Ich heiße Lee Song-Hui und friste seit 30 Jahren hier mein Dasein. Ich kann nicht weg. Nicht ohne Do-Jung. Na gut, aber er ist ein Untoter, aber ja. Das stimmt. Er ist hier gefangen und durchlebt diesen schrecklichen Tag immer wieder. So geht es all den armen Seelen hier. Tut mir leid, aber wir müssen ihn aufhalten. Nein! Bitte zeigt Gnade! Es muss einen anderen Weg geben. Ihm trifft keine Schuld. Doch. Vernichtet ihn nicht. Schwächt ihn nur. Bringt ihn nur einen Moment zur Vernunft. Dann hört er mich vielleicht an. Wir können ihn retten. Okay. Na, mal gucken, ob die Liebe erneut wieder mal stärker ist als irgendwas anderes Böses. Hä? Ein Versuch ist es wert. Danke. Bitte tut alles zur Rettung meines Mannes. Machen wir. Also nun gut. Ist er das in der Mitte? Es sieht danach aus.
Oh, schon kommen alle zusammen. Vergesst nicht, wer ihr wirklich seid, General. Bitte, nein. Finsternis weiche. Oh! Liebling. Jetzt müsst ihr eigentlich sterben. Nein. Ist das... Wo bin ich? Ja. Wo bist du? Hi. Was ist passiert? Wo sind die Dämonen hin? Erinnert ihr euch an gar nichts? Jetzt wird mir alles klar. Bei den Göttern. Was ist aus mir geworden? Was habe ich getan? Ich erinnere mich, die böse Energie, die aus dem Palast strömte, hat mich vergiftet. Und Hammerkiefer musste... Oh, mein Freund. All die Jahre war ich Gefangener meiner eigenen Reue. Doch ihr und meine Liebe habt mich gerettet. Es tut mir so leid. Also hat es doch funktioniert. Finde ich cool. Aus dem Weg. Warum aus dem Weg? Achso, kommen doch noch mehr... Oh, auferstandene Hauptmänner hier? Unangenehm. Kommt, legt euch wieder zur Ruhe. Ja... Endlich kann ich mit den Soldaten, die mit mir diesen Albtraum, also in diesem Albtraum gefangen waren, diese Welt verlassen. Ohne euch wären wir hier für immer gestrandet gewesen. Ihr ahnt ja nicht, wie viel es mir bedeutet, meine Frau wiederzusehen. Doch, das glaube ich dir gerne. Vielen Dank. Dann will ich doch sehr hoffen, dass die auch jetzt dann ruhen. Das wäre wirklich nett. Mit der Befreiung von Dojuns Geist verschwand die von ihm verursachte dunkle Energie. Jetzt können wir einen Blick in die Vergangenheit wagen. Mhm. Alles begann vor 30 Jahren. Doch ohne die Zusammenhänge zu kennen, können wir die Wurzel der Verderbtheit nicht ausrotten. Eben. Häuptling Hammerkiefer erlebte den Fall des Hochlandreiches mit. Er sagte uns, dass ein gewisser Soldat, der Dojung unterstand, wohl weiß, was damals geschah. Werden wir denn alles durch die Augen des Soldaten sehen? Richtig. Ihr werdet euch fühlen, als könntet ihr die Vergangenheit beeinflussen. Doch ihr könnt den Handlungen nur folgen. Erfahrt so viel wie möglich. Klingt sehr cool. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wenn sich die dämonischen Kräfte das nächste Mal erheben, weiß niemand, ob wir sie dann besiegen. Wird schon. Es war ein schlimmer Tag, als das Hochlandreich fiel. Wappnet euch für das, was ihr vielleicht seht. Wir sind bereit. Gut, aktivieren wir den Drachenstrom. Ihr müsst die Wurzel der Verderbtheit finden. Da bin ich ja mal gespannt, was wir finden werden. Das Hochlandreich vor 30 Jahren. Was starrt ihr so? Dämon greift an, beweg dich! Wow, jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir in der Vergangenheit. Das finde ich... Wow, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr cool. Es gibt ordentlich Geschichte. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Blade & Soul. Bis dahin.